Aswedern. Der Bekanntheitsgrad ihres Zoos steigt, wenn sie Tiere aswedern. Diesen Bekanntheitsgrad können sie nicht wieder verlieren. Okay. Schön zu wissen. So, es existieren außerdem noch weitere Registriergrad mit denen, die Diagramme, ein Alistair-Zeichen ihres Zoos, Zusammenfassung der Zoospenden und vieles andere mehr entzeigen können. Klicken Sie auf die Schaltfläche X, wenn Sie mit den Ansicht dazu Informationen fertig sind. Dann gucken wir doch mal Zoodiagramme. Aha. Von 104.000. Achso, kann ich nicht verschieben, schade. Monatlicher Gewinn, okay, das ist ein bisschen jetzt runtergekommen. Monatliche Spenden sind runtergekommen, okay. Bekanntheitsgrad ist auch runtergekommen, das weiß man ja schon. Können wir als Balkendiagramm oder als Kurvendiagramm anzeigen lassen. Dann haben wir hier die Auszeichnungen, okay. Ja. Ja, mal die Belohnung. Zoos mit Problemen erfolgreich abgeschlossen. Halt sieben Blumenbogen. Aha. Abenteuer Afrika, erfolgreich abgeschlossen. Halten sie Gebäude und Objekte des Wüstenthemas. Aha, ja. Und so weiter und so fort. Ein Zoogebäude, was haben wir? Getränkestand haben wir, Zuckerwetterwagen und Hotdogstand haben wir. Aha. Hier waren es verschiedene Besucher, der Zuckerwetterstand hat die wenigsten Besucher und deswegen auch unterschiedliche Gewinne. Zu Spenden. Drei Spendenkästen haben wir. Spenden für Lehrzwecke 52, Tierspenden 88, Tourspenden 0, Spenden für Schuhe 0, verschiedene Spenden 140. Insgesamt. Aha, ja. Ein Monat Besucherspenden. Da sieht man auch wieder, wie unterschiedlich die Spenden sind und welche Spendengästchen wo müsste man überprüfen, wo stehen. Zuspenden noch Tierarten, Krutier und Trometor. Das erste kann ich nicht lesen durch das Lernprogramm hier. Okay, das wird man sich dann später nochmal richtig mal durchlesen. Okay. Dann beenden wir also das Ganze. Im Fenster zu Schnellstatistik finden Sie eine Liste aller Lebewesen in Ihrem Zoo, einschließlich der Tiere, Besucher und Mitarbeiter. Klicken Sie auf die Schaltfläche zu Schnellstatistik, um das Fenster zu öffnen. Bling. Auch du hier, das ist ja ziemlich unübersichtlich. Finde ich zumindest. Sehr gut, im ersten Fenster wird eine Liste aller Tiere im Zoo angezeigt. Durch Symbole werden die Grundbedürfnisse der Tiere und besondere Umstände dargestellt. Beispielsweise Krankheiten. Diese Anzeige kann Ihnen helfen, einen schnellen Überblick über Probleme und mögliche Hygienemaßnahmen zu gewinnen. Klicken Sie auf das Regeln in diesem Fenster, um fortzufahren. Klicken Sie auf die Registrierkarte Besucherinformation. Ach, wir haben sogar ein Elch. Ein Nilkrokodil, ein Dromedar. Und das letzte kann ich nicht sehen. Also vier Tiere haben wir insgesamt. Aber das erste kann ich leider nicht sehen. Es scheint auch ein bisschen krank zu sein. Achso, also ist das nur die Übersicht? Das kann natürlich auch sein. Okay, dann gucken wir mal die Besucherinfo. Während der Anzeige jeder dieser Listen können Sie ein Tier oder eine Person durch einen Mausklick auswählen. Die Kamera springt dann so zum jeweiligen Standort. Mit ihr können Sie das auserwählte Tier oder die auserwählte Person verfolgen. Wie so eine Sache, die man schon immer gern einmal machen wollte. Okay, dann kommen wir zum Fortfahren. Da das sind wir aber so für Tiere haben. Die Lieblingstiere. Ach ja, das sind die Lieblingstiere. Rotes Riesenkänguru. Gut, das haben wir nicht. Ich kann jetzt kaum erwarten, ein paar Tiere zu sehen. Es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Aber es ist nicht sehr zufrieden. Okay, das ist kritisch. Ruhe. Gut, Durst. Ja, gut, Durst gibt es hier. Was Getränke gibt es hier? Sitzen. Okay. Dringend Bedürfnis nach Vergnügen. Aha. Personalliste. Gucken wir mal meine Personallisten. Mit Hilfe der Personallisten können Sie schnell herausfinden, an welchem Ort sich ein ausgewählter Mitarbeiter gerade aufhält. Die Kamera springt zum Standort des Mitarbeiters und das jeweilige Fenster Personalinformationen wird geöffnet, um die aktuelle Aktivitäten anzuzeigen. Klicken Sie auf das Häkchen in diesem Fenster, um fortzufahren. Sie warten alle auf Aufgaben, nur der eine hat jetzt ein Gehege zur Verfügung. Gut, dann können wir dann schließen. Touren haben wir noch nicht und Gebäudeinformationen. Ja. Was zu so verdienen?
War Ass geben, denke ich mal. Ne, noch gewinnen. Gewinn, Durchschnittsgewinn. Okay. Spendenkästchen, Touren. Achso, die haben wir noch nicht. Gut, dann können wir wieder schließen. Sehr gut, im nächsten Schritt beschäftigen wir uns mit der Futursafari. Klicken Sie auf das Häkchen in diesem Fenster, um fortzufahren. Klicken Sie auf die Schaltfläche Futursafari-Ansicht, um den Kameramodus festzulegen. Plups. In der Futursafari-Ansicht können Sie überall zu Fotos aufnehmen. Klicken Sie auf das Häkchen in diesem Fenster, um fortzufahren. Wenn Sie eine Fotoherausforderung vorhanden ist, können Sie durchklicken mit der rechten Maustaste angezeigt werden. Rechte Maustaste. Machen Sie ein Foto von einem Dromedar. Aha. Für diese Herausforderung müssen Sie ein Foto von einem Dromedar machen. Sind Sie bereit, wieder anzunehmen? Ja, klar. Laufen Sie mit Hilfe der linken Maustaste oder durch die Richtungstasten durch den Zoo. Suchen Sie im Zoo nach einem Dromedar. Sie können die Anzeige Ihrer Kamera mit Hilfe der Maßrades vergrößern oder verkleinern. Sobald Sie ein Dromedar in der Anzeige haben, drücken Sie die Leertaste. Also mit der linken Maustaste oder den Richtungstasten. Können wir das auch mit W? Ja. Dann gehen wir mal hier rüber. Da gibt es Dromedare. So, dann gehen wir hier mal hier auf so eine Fläche. Ach, eine Leertaste. Ein tolles Foto. Klicken Sie auf das Häkchen, um fortzufahren. Klicken mit der rechten Maustaste, kehren Sie aus dem Fotomodus zurück. Ich denke, der rechte Maustaste zeigt an. So können Sie die Fotos, die Sie für die Fotoherausforderung gemacht haben, noch einmal betrachten. Klicken Sie auf das Häkchen, um fortzufahren. Aha. Sie können jedes der aufgenommenen Fotos anzeigen, indem Sie Ihr Fotoalbum öffnen. So. Die gerade aufgenommenen Fotos werden im Fotostreifen im oberen Bildrand angezeigt. Nochmal. Die gerade aufgenommenen Fotos werden im Fotostreifen am oberen Bildschirmrand angezeigt. Durch Klicken und Ziehen können sie in das Fotoalbum eingefügt werden. Klicken Sie auf das Häkchen, um fortzufahren. Achso, da kann ich dann ja oben nehmen und dann unten einführen. Klicken Sie auf die Schaltfläche zu Spiel zurückkehren, wenn Sie das Fotoalbum wieder schließen. Ja, blöd, dass hier mit den Lernprogrammen ist, kann man die Fotos nicht so schön sehen. Das sind die anderen Fotos, die hier oben noch hier zu sehen sind. Das ist ja gerade das eine, was ich gerade geschossen habe. Und das andere aus den vorhergehenden Aufnahme, die leider den Ton nicht aufgenommen hat. Weil da irgendwas nicht so richtig war. Und ja, das ist ja auch auf der letzten Aufnahme, die vor einem Jahr schon passiert ist. Nochmal hier, und das ist auch irgendwas, auch die Kommentare leider nicht mit aufgenommen. Gut, jetzt gehen wir mal zurück. Gute Macht, damit haben Sie die Lernprogramme von Sotagoon 2 abgeschlossen. Sie haben hier nur eine kleine Ausschnitte von all den fantastischen Funktionen kennengelernt, die Ihnen Sotagoon 2 bei jeder Gestaltung Ihres Wunschstoßes bietet. Es gibt so viel zu entdecken, 30 Tiere, 10 verschiedene Biome, 100 von Objekten und noch vieles mehr. Lesen Sie auch das Sotagoon 2 Handbuch. Hier finden Sie sogar noch ausführliche Informationen. Probieren Sie die übrigen Lernprogramme aus, wenn Sie mehr über Sotagoon 2 erfahren möchten. Lernprogramme sind durch das Buchsymbol gekennzeichnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche X, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Das machen wir doch gerne. So, und da sind wir wieder im Hauptmenü. So, weil ich das noch rendern muss und damit das morgen nochmal rauskommt, deswegen werde ich jetzt das Spielchen beenden. Und deswegen sage ich jetzt Tschüss bis zur nächsten Aufnahme. Euer Nightred. Und damit herzlich willkommen zurück bei Sotagoon 2 Ultimate Collection. Ja, in der letzten Aufnahme hatten wir das Lernprogramm zu Tycoon gemacht. Dazu haben wir die Steuerung durchgenommen, das Bauen von den gesamten Regen und Zoos und sowas. Und dazu noch das die Aufrufen von Infos.
Ja, wie ihr seht, ist mal wieder einiges schief gelaufen. Ich habe jetzt Spezies Lernprogramm ist ja auch schon abgehakt, wie letztens schon das Abenteuer Afrika Lernprogramm. Leider ist da irgendwas schief gelaufen. Ich habe vergessen, die Aufnahme mal wieder zu drücken und da hat das halt nicht aufgenommen. Das heißt, ich habe nur eine Stunde Kommentar aufgenommen und das Rest wieder nicht. Ja, aber das ist nicht so ganz so blöd. Da mache ich die Aufnahme nochmal. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, nochmal kurz eine andere Sache. Und zwar, ihr seht ja hier ja bei YouTube, wenn ihr ja das Video seht, dass die Welt hier, wie es hier zu sehen ist, nicht rund ist, sondern etwas eiförmig. Das kommt daher, weil ich das Originalaufnahme von dem Spiel selbst ist ein 4:3 Format und die YouTube-Videos sind HD-Format. Das heißt, wenn ich das in 4:3 hochladen würde, würden ja links und rechts, wo jetzt der Pfeil eigentlich rausgeht, im Prinzip, dicke, große, schwarze Streifen entstehen. Einmal links und wie gesagt einmal rechts und hättet nur ein ganz kleines Bild hier. Und um das zu verhindern, habe ich das umgerechnet, beziehungsweise das Bild etwas verzerrt. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Wenn ja, dann schreibt das in den Kommentaren, wenn ihr das Original sehen möchtet. Aber wie gesagt, dann eben mit links und rechts schwarze Streifen. So ist es auch, wie gesagt, in Original. Ich gehe mir ja noch mal kurz raus, denn ich möchte noch mal was gucken, und zwar nicht Downloads, sondern in den gespeicherten Laden, in den Spieloptionen. Da ist zwar ja wie gesagt mit 1280x720p angegeben, aber wie gesagt ist es so, dass wie gesagt das Bild selbst in 4:3 ist, sondern mit schwarzer Streifen links und rechts nochmal dran. Ja, das Audio selbst habe ich jetzt weiter nicht so angeguckt oder durchgeguckt oder was weiß ich. Man hört ja den Ton. Und ansonsten ist das kein Problem. Die Lautstärke sollte im Prinzip auch noch gut sein. Ja, die Auflösung selbst ist ja nochmal, ist zwar ja mit 1280x720 eingegeben, ist aber bei durch das YouTube noch ein bisschen größer, habe ich das hochrechnen lassen. Nee, stimmt nicht. Ich habe es auf 1280x720, glaube ich, hochgerechnet. Ist schon eine richtige Auflösung. Okay. Ihr seht, die Animationsdetails und Auflösung alles hoch, beziehungsweise aktiviert auch alles. Also in bester Grafikqualität. Ja, Nachricht des Tages interessiert uns sowieso nicht. Feedback-Optionen wollen wir auch nichts wissen davon noch. Erweiterte Einstellung, okay. Erweiterte Einstellung, gut. Kann man alles optimale Leistung. Ja, das wird alles ausgeschaltet, super. Dann müssen wir alles wieder zurücksetzen. Wenn wir jetzt hier rausgehen, ist jetzt alles zurückgesetzt. So wie wir es haben wollen. Okay. Dann starten wir einfach mal die Kampagne. Das Abenteuerprogramm Afrika Lernprogramm überspringe ich jetzt mal in dieser Aufnahme. Aber keine Angst, ihr werdet da gar nichts verpassen. Nicht viel, sondern gar nichts verpassen. Denn das ganze Abenteuer Afrika Lernprogramm mit den wie man die Schiebstation baut und sonst und die Straße dazu, befindet sich ja in Endangered Spezies Lernprogramm nämlich auch nochmal drin, und zwar als letztes Programm. Das ist genau das, wie gesagt, das genau dasselbe Programm, nur dass eben der Park ein bisschen anders da aussieht. Ja, haben wir in Afrika Lernprogramm nur eine normale Gradlinie Wüste, wie man sie ganz normal ohne Flucht und sowas, und im inneren Spezies Lernprogramm für die Jeeps hat man ja eine Schlucht noch mit in Zoo drinnen,
Man sieht danach noch ein paar vereinzelte andere Tiere, aber das ist auch im Prinzip auch schon das ganze Unterschied, würde ich mal so sagen. Wie gesagt, ja, gespielt habe ich schon noch, also ist das kein nicht allzu viel das große Problem. Deswegen fange ich jetzt hier mit Lernprogramm 1 erhöhte Wege für Intelligent. Ach, dass man das auch schlecht aussprechen kann. Gut. Spezies an. Das sind bedrohte Tierarter. Und machen Sie sich mit erhöhten Wegen bedrohten Tierarten und Artenschutzbereichen vertraut. Genau so ist es. Und das wollen wir doch jetzt mal im Borealen weit in Nordeuropa auch mal gerne machen. Und los geht's. So, was haben wir hier? Ein bedrohtes Tierart, ein ausgestorbenes Tierart sogar. Das lernen wir noch später genauer kennen. Lernprogramm 1 erhöhte Wege. Willkommen! In diesem Lernprogramm erfahren Sie alles über erhöhte Wege, bedrohte Tierarten und Schutzgebiete. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf das Häkchen, um fortzufahren. Natürlich dreht sich in Zoo Tycoon 2 und Endangered Species alles um bedrohte Tierarten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zoo Spiel Schnellschleißtesting, um zu verfahren, welche Tierarten bedroht sind. Sehr gut. Das Sensor Zoo Schnellschleißtesting eignet sich gut zur Überprüfung der Tiere in Ihrem Zoo. Klicken Sie auf das Häkchen, um fortzufahren. Da gucken wir aber schnell mal. Jo, läuft alles gut. Jetzt nimmt am wenigsten alles auf. Da brauche ich jetzt keine Angst zu haben. Kleinen Panda auswählen. Klicken Sie auf einen der kleinen Pandas in der Liste, um seinen Gefährdungsstatus anzuzeigen. Jo, da haben wir einmal kleinen Panda 1 und kleinen Panda 2. Und, gucken wir noch, was wir sonst noch haben. Da haben wir vier Fraß. 1 und 2. Wölfe haben wir. Javanason. Habe ich noch nie gehört. V, kleiner Panda und Grizzlybären. Wir nehmen gleich kleinen Panda 1, das ist die weibliche. So, da sind wir auch schon. Sehr gut. Bevor Sie das Fenster zur Schnellstatistik schließen, beachten Sie Folgendes. Sie können das Fenster auf den Bildschirm verschieben, damit es geöffnet bleiben kann, während Sie andere Dinge tun. Zum Beispiel Tiere versetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche X, um das Fenster zur Schnellstatistik zu schließen. Natürlich schließen wir das. Ist die Buch ein bisschen größer dargestellt. Wenn man die Auflösung noch etwas erhöht, dann wird natürlich ja die Anzeige ein bisschen kleiner, glaube ich, denke mal. So hat man auch mehr Platz dann, um das hin und her zu schieben, um von den Zoo mehr zu sehen. Wie hier zum Beispiel die kleinen Pandas. Allgemeine Informationen, klicken Sie auf die Registrierkarte allgemeine Informationen des kleinen Pandas. Das machen wir doch gerne. Im Fenster allgemeiner Informationen wird der Gefährdungsstatus eines Tieres angezeigt. Gering gefährdet, bedroht oder stark bedroht. Der kleine Panda ist bedroht, das bedeutet ohne zusätzlichen Schutz. Besteht für diese Tierart in freier Wildbahn die Gefahr der Ausrottung. Zoos können für den Erhalt bedrohter Arten für eine bedeutende Rolle spielen. Klicken Sie auf das Häkchen, um fortzufahren. Hier sieht man dann nochmal, was das Panda für ein Biom braucht. Die Herkunftsland ist China. Das Biom selbst ist eine weit gemäßigte Zone. Status ist das Zeichen mit der Pfote drauf, ist bedroht. Und das Geschlecht, haben wir ja vorhin schon festgestellt, ist weiblich. Deswegen auch der Pelikan dahinter. Hat die, glaube ich, jetzt hier in dieser Aufnahme jetzt nicht gezeigt gehabt, aber ich glaube, aber in der letzten Aufnahme, wo wir die Zoo-Informationen angeschaut haben. Okay, dann machen wir mal weiter. Bedrohte oder stark bedrohte Tierarten sind empfindlicher gegenüber ihrer Umgebung und außerdem schwieriger zu züchten. Im Artenschutzaufzuchtzentrum existieren bessere Bedingungen für die Nachzucht dieser Tierarten. Sie können dieses Gebäude freigeben, indem Sie die bedrohte Artenkampagne abschließen. Klicken Sie auf das Häkchen, um fortzufahren. Das wird ziemlich schwer hier kampagniert, wenn ich denke, denk ich mal, weil das Artenaufzuchtzentrum
Artenschutz-Aufzuchtzentrum kriegt man, bekommt man ja, wenn man das hier abschließt. Und da müsste man bestimmt eins das hier züchten.